In der Prognose für den Bundestag kommt die CDU auf 20, die CSU auf 5%, Union zusammen 25, das schlechteste Ergebnis in der Parteiengeschichte. Die SPD ebenfalls 25%, gleich auf. Die AfD 11%, die FDP kommt ebenfalls auf 11%, die Linke genau an der 5%-Hürde. Die Grünen erreichen ihr historisch bestes Ergebnis, 15%, und andere Parteien unter der 5%-Hürde mit zusammen 8%. Im Deutschen Bundestag werden CDU und CSU nach dieser Berechnung zusammen 200 Mandate haben, die SPD bei gleichem Prozentstand 197. Das hat damit zu tun, dass die CSU vermutlich durch Überhangmandate einen kleinen Vorteil hat. Die AfD 87, FDP 87, Linke 39, Grüne 119. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird vermutlich der Südschleswigsche Wählerverband wieder ein Mandat haben, aufgrund einer Sonderregel für Nationalen. Es geht alles vorbei, doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber. Doch endlich kommt auch mal die Zeit, auf die sich der Lanzer schon freut. Denn beim Spieß, da liegt schon sein unterschriebener Urlaubschein. Dann ruht er bei Hanne zu Haus, im Federbett gründlich sich aus. Darum fällt der Abschied doppelt schwer, doch sie sagt, jetzt wein ich nicht mehr. Jetzt weinst du nicht mehr. Es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorbei, doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Thank you.